Gut, dann legen wir los. Schön, dass ihr alle da seid, zu so später Stunde, 17.15 Uhr, und die nächste Stunde noch mit mir verbringen möchtet mit einem Deep Dive-Thema, und dafür ist es auch sehr erfreulich voll. Es geht nämlich um Progressive Web Apps, und dort ist es um einen sehr speziellen Teilbereich, und zwar um die Offline-Fähigkeit von solchen Anwendungen. Wir sind im Special Day Modern Business Applications und jetzt hier am letzten Talk des Tages angelangt. Dieser Talk baut ein bisschen darauf, dass ihr schon grob wisst, was Progressive Web Apps sind. Und dazu gab es auch gerade eben schon einen Einführungstalk vom Kollegen Sebastian Springer. Darf ich gerade mal kurz fragen, wer denn da drin war, dass ich das so grob weiß? Oh ja, okay, doch, das ist ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Das ist sehr erfreulich. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Liebel. Ich bin MVP in der Kategorie Developer Technologies und GDE in der Kategorie Web Technologies. Und wir bei ThinkTecture kümmern uns um Cross-Plattform-Softwareentwicklung, um die Cloud, Serverless-Architekturen, Microservices sowie um Enterprise-Blockchain-Szenarien. Wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, dann gerne Christian Liebel klein und zusammen. Blog findet ihr auf christianliebel.com, und falls ihr im Nachgang eine Frage habt, schickt die gerne an christian.liebel@thinktecture.com. Falls euch heute Abend oder im Laufe der nächsten Wochen noch etwas einfällt, kommt gerne darauf zurück. Das Thema heute ist ein Ausschnitt von einem Thema, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe, aus dem dann auch dieses Buch hier herausgepurzelt ist, als kurzer Werbeblock noch. Und dieses Offline-Thema, das wir heute hier sehen, ist dort auch abgebildet. Das werdet ihr dort finden. Das heißt, wenn ihr es nochmal in Schriftform, in Prosa nachlesen wollt, dann gerne da drin. Wie eben schon angesprochen, Progressive Web Apps ist ein relativ weites Feld. Es gibt so typischerweise 10 Eigenschaften, mit denen man dieses Anwendungsmodell definiert. Und wir kümmern uns jetzt hier in der nächsten Stunde einzig und allein um dieses eine, um Connectivity Independence. Das besagt, dass eine Progressive Web App verbindungsunabhängig sein sollte, sprich auch dann funktionieren sollte, wenn ich gerade offline bin, also im Zug sitze oder im Park oder wo auch immer ich bin. Denn unser gemeinsamer Feind ist das hier, der Offline-Dino. Den Offline-Dino mag niemand, und zwar deswegen, weil er uns vom Arbeiten abhält, wenn wir jetzt eigentlich gerade gerne arbeiten wollten. Das heißt, irgendwie müssen wir diesen Kollegen hier loswerden. Und das kann man auf 2 Arten tun, um die es auch heute Abend gehen soll. Immer dann, wenn wir Anwendungsquelldateien offline halten wollen oder irgendwelche Assets beispielsweise, dann greift man hier auf die linke Lösung zurück. Und zwar einerseits den Service Worker, andererseits die Cache API. Sprich, alles, was irgendwie über HTTP bezogen würde, kann ich auf diese Art offline halten. Das ist aber natürlich nicht alles, um das es in meiner Anwendung geht, sondern es gibt auch strukturierte Daten, Anwenderdaten, Kundendatensätze, Artikeldatensätze und so weiter. Und die würden in der Index.db abgelegt, und eure App kümmert sich darum, dass diese Inhalte zum Beispiel synchronisiert werden. Ich habe insgesamt 8 Punkte, über die ich heute Abend sprechen will, und wir beginnen direkt mal mit dem ersten, mit Offline First. Die Idee bei Progressive Web Apps ist, dass ihr eure Anwendung offline first entwickelt, also von vornherein auf die Offline-Verwendung auslegt. Es ist schwierig, wenn gleich möglich, eine Anwendung im Nachgang auf Offline-Fähigkeit umzubauen. Es ist deswegen relativ tricky, weil ich alle Stellen anfassen muss, die irgendwie über das Netzwerk rausgehen könnten. Der Aufwand ist relativ immens, wir haben das schon mal gemacht, deswegen raten wir davon ab und raten euch praktisch, das von vornherein einfach mitzubedenken. Was sagt dieses Prinzip? Zunächst einmal stellen wir fest als Herausforderung, dass die Verbindungsstärke oder überhaupt die Verfügbarkeit einer Verbindung besonders unterwegs ziemlich stark variiert. Dann gibt es noch solche sogenannten Li-Fis, das sind öffentliche WLANs, die entweder total schwach sind, ihr kennt es, ich war in der Bahn gesessen heute Morgen, dort war es zum Beispiel so, oder die noch nicht mal mit dem Netzwerk verbunden sind. Es gibt ja so Drucker-Wi-Fis, die manchmal den Anschein erwecken, als könnte man mit denen surfen. Und das Ziel wäre, dass eure Anwendung aber trotzdem funktioniert, und zwar unabhängig davon, ob das Signal gerade schlecht ist. Oder zumindest sollte es funktionieren im Rahmen der Möglichkeiten. OneNote macht es relativ gut, das ist ein Notiztool, die meisten dürften es kennen. Ich kann dort jederzeit Notizen erfassen. Das Editorfenster wird mir niemals die Möglichkeit verwehren, dass ich da Notizen eintragen darf.
Es heißt zwar, wenn ich offline bin, dass diese Notizen jetzt nicht synchronisiert werden mit meinen Kollegen oder vielleicht mit meinem Cloud-Speicher, der hinten dran liegt, aber ich kann jederzeit ohne irgendwelche Blockaden in OneNote meine Notizen eintragen. OneNote ist also eine solche Offline-First-Lösung. Und da gibt es ein paar Prinzipien. Bereits angesprochen habe ich, dass man es von vornherein mitbedenken muss, weil es später enorm aufwendig wird. Dann solltet ihr euch von vornherein auch Gedanken machen über die Datensynchronisierung, weil das wird passieren, sobald ich zwei unterschiedliche Stände habe. Ne, zum Beispiel, wenn ich offline bin und in meiner OneNote-Seite Notizen einfüge, und mein Kollege macht es aber gerade auch, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie führe ich die beiden Stände zusammen und im Falle von Konflikten, weil wir beide gerade denselben Abschnitt bearbeitet haben, wie löse ich die auf? Und das wird je nach Problemdomäne ein unterschiedliches Verfahren sein. Das ist ein Unterschied, ob ihr eine Bank seid oder halt eben eine Notiz-App. Ja. Dann sollte man offline nie als Fehler ansehen, sondern als Standardfall. Also offline ist nicht das Promise, was dann am Ende rejected wird und nachdem keiner mehr schaut, sondern ich muss es mitdenken. Und zu guter Letzt muss wirklich alles in eurer Anwendung irgendwie offline-fähig sein. Was heißt das konkret? Wenn wir uns hier mal so ein Architekturbild von ja, so einer typischen Offline-First-Anwendung anschauen, das ist wirklich ganz, ganz High-Level, dann stellen wir fest, dass hier unser System ist, das ist die Systemgrenze, und ich habe jetzt meine Anwendung. Das kann jetzt hier in diesem Fall eine Website sein, es könnte aber auch eure .NET-Anwendung sein, das ist relativ das gleiche Konzept. Und dazu gibt es einen passenden lokalen Datenspeicher. In unserem Fall wird es später Index.db sein, bei euch könnte es SQL Express oder SQLite oder irgendwas sein. Und dann ist wichtig, dass wir im Falle von Offline First immer über einen zentralen Adapter kommunizieren. Dieser zentrale Adapter weiß jetzt, ob ich gerade offline bin oder nicht und was zu tun ist. Es darf auf keinen Fall irgendetwas geben, was sich um diesen zentralen Adapter drumherum manövriert, weil an exakt dieser Stelle wird die Eigenschaft der Offline-Fähigkeit brechen. Wenn ich auf so einen Fall stoße, dann kann das relativ viel mitnehmen. Deswegen darf es nichts geben, was hier einmal den Weg drum herum nimmt. Und auf der Gegenseite haben wir da natürlich irgendwo einen Server stehen, der dann einen Speicher hat und damit halt wieder einen fremden Zustand. Und zwischen den beiden braucht man dann irgendwo noch eine Synchronisierungslogik. Da kommen wir noch dazu. In demselben Kontext müssen wir auch über Locking-Verfahren sprechen. Da gibt es ja klassischerweise zwei, die man anwenden kann. Das erste ist pessimistisches Locking. Wer Joomla mal betrieben hat, das ist pessimistisches Locking und es nervt. Denn wenn ich etwas bearbeiten will, einen Datensatz, dann wird das System dafür Sorge tragen, dass kein anderer Benutzer auf diesen Datensatz zugreifen kann. Der Vorteil liegt auf der Hand. Für mich als Entwickler ist es super, weil es auf diese Art keinen Konflikt geben kann. Für den Benutzer ist es maximal blöd, weil das zum Beispiel nicht offline funktioniert. Das heißt, pessimistisches Locking ist keine Option für eine Offline-First-Lösung. Stattdessen müssen wir jetzt in optimistische Locking-Szenarien schauen. Hier ist der Grundgedanke, dass jeder Benutzer jederzeit jede Ressource anschauen kann und eventuell bearbeiten kann. Und die Hoffnung ist, dass Konflikte möglichst selten auftreten. Aber natürlich muss ich darüber nachdenken, wie das synchronisiert wird und wie ich dem Benutzer Konflikte kommuniziere und wie ich sie ihn auflösen lasse. Und da variieren die Maßnahmen sehr stark. Ihr kennt zum Beispiel Git, wo ich auf Zeilenebene sagen würde, ich nehme das linke oder das rechte, wird es nicht funktionieren für ein CRM beispielsweise. Da wollen die Benutzer nicht mit irgendwelchen Source-Code-Lines arbeiten, sondern wollen vielleicht sehen, welche Felder bearbeitet wurden und dann sagen, ich will links oder rechts. Wird nicht funktionieren für OneNote, wo es dann eine Konfliktseite gibt, die parallel nebendran angelegt wird, wo ich dann wieder meine Sachen hin und her kopiere. Also hier kommt tatsächlich eure fachliche Domäne ins Spiel und wie gesagt, deswegen am besten vorher drüber nachdenken. Schauen wir jetzt mal in die erste technische Realisierung für Offline-Fähigkeit. Und das ist zum einen, wie gesagt, für HTTP-Requests, für die Anwendungsquelldateien und für Assets der Service Worker. Wenn ihr das Architekturbild von gerade eben jetzt noch im Kopf habt, dann sehen wir jetzt, dass der Service Worker, das da, exakt der zentrale Adapter ist, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Und das Schöne ist, hier um diesen Service Worker kann kein HTTP-Request herumkommen. Alles, jeder Request geht immer garantiert durch diesen Service Worker raus. Und der Service Worker ist jetzt eben gerade diese zentrale Stelle, die entscheiden kann, ob ein Request aus dem Cache des Service Workers, dem da,
oder aber über das Netz bearbeitet wird. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Permutationen, wie der Service Worker das machen kann. Er kann zum Beispiel erst in den Cache schauen und dann übers Netzwerk gehen. Er kann es erst übers Netzwerk versuchen und dann in den Cache schauen. Ihr könnt es euch denken. Wir führen das dann später auch nochmal aus. Was ist so ein Service Worker? Das ist zunächst mal ein Schnipsel JavaScript. Und dieses JavaScript-Schnipselchen, das wird in einem eigenen Thread ausgeführt. Threading wird in JavaScript typischerweise über Worker abgebildet. Streichen wir typischerweise, es wird über Worker abgebildet. So ein Worker kann auf keinen Fall das DOM des Elterndokuments manipulieren. Und wenn ich mit diesem Worker irgendwie sprechen will, muss ich über eine sehr, sehr dünne Schnittstelle gehen, die sich PostMessage nennt. Dieser Service Worker arbeitet jetzt als Controller, Proxy oder Interceptor. Sprich, der kann halt eben entscheiden, ob er meine Netzwerkanfrage, die er gerade eben bekommen hat, über das Netzwerk auflöst oder gegen einen Cache oder gar nicht oder irgendwas anderes macht. Der ist an zentraler Stelle, dies zu entscheiden. So ein Service Worker darf auch Hintergrundaufgaben ausführen. Und er muss vor Verwendung installiert werden. Der Service Worker bezieht sich dann immer auf einen gewissen Scope. Das ist die Origin, also Protokoll, Hostname, Port, plus eine gewisse Pfadangabe, sodass ihr unterhalb einer Domain, google.com beispielsweise, verschiedenste Service Worker betreiben könntet. Zum Beispiel für Mail, wenn es um Gmail geht, oder für Contacts, wenn es um Kontakte geht. Und die Lebenszeit des Service Workers ist jetzt unabhängig vom Browserfenster oder vom Browser-Tab. Der Service Worker kann auch dann aufgeweckt werden, wenn eure Webseite gar nicht geöffnet ist. So werden zum Beispiel Push-Benachrichtigungen realisiert, was ein anderes Thema ist. Der Service Worker hat einen definierten Lebenszyklus, den er durchschreitet. Zunächst einmal wird das Skript, was ich eben beschrieben habe, irgendwann mal geparst. Dann wird versucht, dieses Skript zu installieren. In diesem Ereignis versucht man immer, alles zu machen, damit die Anwendung später auch offline-fähig ist. Schlägt es fehl, zum Beispiel, weil ich gerade offline bin, dann geht es in einen Fehlerzustand über und der Service Worker wird niemals registriert. Er wird niemals aktiviert später, weil mir die Voraussetzungen fehlen, dass meine Anwendung später offline laufen kann. Und in diesem Fall passiert einfach gar nichts. Wenn alles geklappt hat, dann wird der Service Worker irgendwann aktiviert. Es kann immer nur einen aktiven Service Worker zeitgleich geben. Das heißt, an dieser Stelle bin ich mir sicher, dass es keine frühere Version mehr aktiv ist. Und diesen Lifecycle-Hook kann ich benutzen, um zum Beispiel die Caches früherer Service Worker-Versionen aufzuräumen. Das darf ich bei Installing nicht machen, weil da ist er noch aktiv. Wenn er dann installiert und aktiviert wurde, dann betritt so ein Service Worker die Hauptarbeitsphase. Er ist wahrscheinlich die meiste Zeit idle, aber er kann dann auch eben Fetch-Ereignisse behandeln, sprich eine Antwort aus dem Cache beantworten, eine Anfrage aus dem Cache beantworten und so weiter. Kann aber auch terminiert werden. Das ist so dieser Lebenszyklus, in dem sich der Service Worker abspielt. Der Plattform-Support für Service Worker ist relativ gut. Alle Evergreen-Browser unterstützen den. Die letzten beiden, die dazu kamen, waren Safari mit Version 11.1 und Edge mit Version 17. Auf der rechten Seite sehen wir dann, was es für die mobilen Plattformen bedeutet. Mit Android geht schon seit Version 4.1, also eine halbe Ewigkeit, und bei iOS erst relativ kurz mit Version 11.3. Und so eine einfache Implementierung von einem Service Worker, Skript und seiner Registrierung will ich euch jetzt kurz mal zeigen. So, ich habe hier Buster Service Worker. Ich mache es gerade noch etwas größer. No. Ich habe hier so ein Verzeichnis vorbereitet, da liegt noch nichts drin außer ein Bild. Ein Bild, das die Skyline von Frankfurt zeigt. Und das mache ich gerade mal hier in WebStorm auf. Da sehen wir auch das Bildchen. Hier ist das, ja, die Skyline von Frankfurt. Was ich jetzt erstmal mache, ist dieses eine Index-HTML anzulegen, ganz normale HTML-Datei, ja, wie man sie seit jeher im Web kennt. Und ich nehme ja gerade mal die Registrierung hier raus aus der Präsentation. Beziehungsweise ich tippe sie schnell selbst, weil wir sonst irgendwelche komischen Steuerzeichen drin haben. Navigator, Service Worker Register. Und jetzt gebe ich an, ich würde gerne dieses JavaScript-Snippet, das wir gleich anlegen, registrieren. Wenn es erfolgreich war, ich also eine Registrierung bekomme, dann logge ich die mal auf die Konsole aus. Und wenn es nicht erfolgreich war, aus welchem Grund auch immer, dann loggen wir das ebenfalls mal auf die Konsole. Okay, legen wir nun das passende
JavaScript-File dazu an. SWJS soll das heißen. Und hier nehme ich jetzt einfach mal diese drei Angaben, die wir hier unten sehen. Das sind exakt diese Lifecycle-Events, über die ich gerade eben gesprochen habe. Die Installierung, die Aktivierung und dann das Behandeln eines Fetch-Ereignisses, wenn ein Request beantwortet werden soll. Dann gehe ich mal hier in den Browser zurück, wo das Ganze jetzt schon läuft. Eine Änderung machen wir noch. Wir fügen mal ein bisschen Inhalt noch dazu. Hallo. Und das Bild würde ich gerne noch anzeigen. So. Okay. Dann gehen wir zurück und wir sehen, erwartungsgemäß, die Seite erscheint und das Bild ist da. Im Hintergrund wurde es schon dieser Service Worker registriert und das sehen wir hier an der erfolgreichen Konsolenausgabe mit der Service Worker Registrierung. Und wir sehen es ebenfalls in diesem, im Application Tab von den Chrome DevTools. Dort kann man in das Service Workers Tab wechseln und sehen dort, es gibt einen Service Worker namens SWJS, der ist aktiviert und er läuft. Wenn ich jetzt hier auf Offline gehe und es neu lade, sehen wir noch den Offline-Dino, mit dem ich übrigens auch spielen kann, wenn ich es will. Das heißt aber, es geht derzeit noch nicht. Passt auch, weil wir haben ja noch gar nichts implementiert. Das müssen wir uns als nächstes angucken. Genau, Debugging habe ich gerade eben schon ein bisschen gezeigt, von Service-Workern geht. Jetzt müssen wir also da ein bisschen was machen, dass wir auch Inhalte offline speichern können. Und um das zu machen, dafür gibt es die Cache-API. Kurze Einführung dazu. Der Cache im Sinne der Cache-API ist nichts anderes als ein Key-Value-Speicher. Allerdings mit besonderen Keys und besonderen Values, denn der Key ist ein HTTP oder HTTPS-Request und der Value dazu ist die HTTP-Antwort für diesen Request. Der Cache überlebt Browser-Restarts. Es gibt ein paar Einschränkungen. Safari zum Beispiel löscht nach a few weeks, naja, es ist nicht spezifiziert, leere oder ungenutzte Caches irgendwann mal weg. Wenn ich die Seite allerdings regelmäßig verwende, bin ich da praktisch sicher. Der Cache lässt sich sowohl vom Service Worker zugreifen, als auch aus eurer Anwendung heraus. Beide können also irgendwas in diesen Cache reinschreiben und beide können aus diesem Cache lesen. Der Cache ist jetzt im Gegensatz zu eurem Service Worker pro Origin isoliert, also nur pro Protokoll, Hostname und Port, ohne Pfad diesmal. Allerdings könnt ihr für jede Origin beliebig viele Caches anlegen. Ihr könnt ihr einfach benennen und so kann man zum Beispiel einen Präfix für seinen Cache vergeben. Falls ich jetzt im Beispiel von Google Mail bin, dann nehme ich zum Beispiel mail-irgendwas. Und es empfiehlt sich, die Caches immer noch zu versionieren, damit ich weiß, zu welcher Service-Worker-Version welcher Cache gehört. Alle Cache-Operationen, die es so gibt, sind asynchron. Und die sind alle Promise-basiert. Also die Schnittstellen geben jeweils eine Promise zurück. Die Verwendung von der Cache-API sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal muss ich einen Cache öffnen. Gerade eben schon gesagt, ich kann die benennen. Das heißt, aus dieser Anzahl von Caches, die es in meiner App geben mag, sage ich erstmal Caches open. Und dann gebe ich jetzt irgendeinen Namen an. Zum Beispiel Images, falls ich die Profilbilder meine Anwendung dort reinlegen will. Oder Assets für sonstige Sachen. Oder Styles für CSS-Dateien. Das ist mir überlassen. Und dann bekomme ich hier auf der rechten Seite zu sehen diesen Einzelcache zurück. Und mit diesem Einzelcache kann ich jetzt einerseits Antworten reinlegen. Das geht hier über die Methode put beispielsweise. Dort sage ich, es gibt diesen Request und diese Response passt dafür. Bitte fügt es hinzu. Es gibt auch noch eine Convenience-Methode, die nennt sich add und die nimmt nur einen Request entgegen. Ein Request kann übrigens schon ein String sein. Wenn ich zum Beispiel sage add index.html, dann macht diese Convenience-Methode für mich folgendes. Sie ruft erst die Ressource ab und legt sie danach automatisch in den Cache. Deswegen muss ich hier dann diesen zweiten Parameter nicht mehr angeben. Es gibt auch noch ein add all, da kann ich verschiedene weitere Inhalte angeben, die ich gerne cachen würde. Und wenn ich aus dem Cache rauslesen möchte, dann gibt es die Methode cache-match und dort kann ich dann wieder einen Request reingeben und wenn ich eine passende Response dafür habe, gibt mir der Cache diese Response zurück. Die Cache-API ist
quasi für den Service Worker gebaut. Ja, die beiden passen sehr, sehr gut aufeinander. Und hier sehen wir, wo jetzt diese beiden Technologien so ein bisschen überlappen. Wenn ich einen neuen Cache aufsetzen will, weil ich eine neue Website-Version speichern will, dann mache ich das im Rahmen dieser Installing-Phase. Wenn das Ganze nicht funktioniert, haben wir ja bereits drüber gesprochen, dann gehen wir in diesen Error-Zustand und der Service Worker wird nie aktiv. Wenn ich sicherstellen kann, dass in meinem Cache alles liegt, dann können wir hier in die Activated-Phase weitergehen. Die Activated-Phase ist jetzt der richtige Ort, um ältere Caches, die es noch geben mag, wieder zu löschen. Habe ich eben schon drüber gesprochen, wenn ich jetzt irgendwann mal eine neue Version habe und meinen alten Cache loswerden will, dann muss ich das in Activated tun. Wenn ich es in Installing tue, dann reiße ich einem derzeit aktiven Service Worker praktisch die Grundlage unter den Füßen weg. Deswegen darf ich es dort nicht machen. Und dann natürlich, wenn wir hier in diesem Arbeitsmodus sind, dann möchte ich für das Fetch-Ereignis die Inhalte aus dem Cache zurückgeben. Im ersten Schritt wollen wir jetzt mal Inhalte zu diesem Cache hinzufügen, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Und das Ganze machen wir jetzt erstmal aus dem Service Worker heraus. Und so wird es aussehen. Okay, also ich wechsle zurück in WebStorm und dort in unser SWJS-File in das Service Worker-Skript. Und hier sehen wir, also schauen wir uns den Install-Handler an. Install, wie gesagt, wir setzen unsere Caches auf, die wir brauchen, um die Anwendung offline ausführen zu können. Es ist so, dass das dass es asynchron ist und dazu muss ich, oder um das dem Event bekannt zu machen, damit es weiß, wie lange es warten muss, gebe ich das dem Event praktisch mit. Wait until, genau, heißt das hier, wait until. Das heißt, hier kommt es irgendein Promise rein, auf dessen Abschluss ich gerne warten würde. Und hier ist es so, dass ich jetzt erstmal einen Cache aufmache. Zugriff auf die Caches bekomme ich über die globale Eigenschaft. Caches, die entweder auf dem Global Space des Service Workers liegt oder aber auf Window im Falle der Webanwendung selbst. Und zunächst mal muss ich den öffnen. Jetzt sagen wir hier, Basta-Demo V1 beispielsweise. Wenn das erfolgreich war, dann habe ich den Cache in der Hand und dann würde ich hier gerne Add All machen. Und jetzt kann ich eine Auflistung an Requests angeben, die ich gerne im Cache hinterlegen würde. Und hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich könnte als Index.html reinschreiben. Das würde allerdings zum Problem werden, wenn ich jetzt wieder google.com beispielsweise eingebe, denn die Weiterleitung von der leeren Route auf Index.html ist eine Serverfunktionalität. Die müsste ich jetzt hier im Service Worker selbst implementieren. Als kleinen Hack füge ich jetzt einfach hier selber mal die leere Route hinzu. Das ist so nicht wirklich empfehlenswert, weil jetzt zwei Requests rausgehen gegen dieselbe Ressource. Und die zweimal dieselbe Ressource in meinem Cache abgelegt wird. Deswegen gibt es intelligentere Implementierungen. Mit Workbox werden wir später eine sehen, die exakt diese Weiterleitung bereits für euch machen. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das alles war. Okay, wir machen hier für Demo-Zwecke, rufen wir noch Skip Waiting auf. Skip Waiting. Damit wird der Service Worker praktisch direkt aktiv und wir überspringen die Wartephase. Genau. So, dann laden wir das neu. Ich muss dazu wieder online gehen. Online heißt es hier übrigens in diesem Kontext, dass ich mit meinem lokalen Server sprechen kann. Wenn ich auf offline gehe, wird auch diese Verbindung getrennt. Wie wir sehen, funktioniert es also noch. Ich sehe jetzt, wenn ich online bin, natürlich Hallo und natürlich das Bild. Die Service Worker Registrierung scheint geklappt zu haben. Und jetzt sehen wir hier in diesem Abschnitt Cache, dass es einen neuen Cache gibt mit dem Namen Buster Demo V1, den wir geöffnet haben. Und da sind zwei Inhalte drin, einmal diese leere Route und einmal Index.html. Also exakt die beiden, die wir gerade dort hinterlegt haben. Und auch hier gibt es dann schöne Debugging-Tools dafür. Wir können nämlich hier auf so einen Request klicken und dann sehen wir jetzt hier das Ergebnis. Und das liegt jetzt hier gerade im Cache des Browsers und könnte von dort jetzt im weiteren Schritt ausgeliefert werden. Das passiert derzeit noch immer nicht, denn wenn ich auf Offline gehe und es neu lade, wieder Offline-Dino.
Das ist dann der nächste Schritt. Und hier werden wir das sogenannte Fetch-Ereignis behandeln. Das ist ein funktionales Service-Worker-Ereignis. Und hier können wir jetzt sagen, mit was ich eine solche Anfrage beantworten will. Und ihr könnt sehen, dadurch, dass ich hier Code schreiben kann, habe ich als Service-Worker tatsächlich alle Möglichkeiten, die ich in Code irgendwie ausdrücken kann. Ich kann die Anfrage bewusst nicht beantworten. Ich könnte meine Antwort hier komplett selber zusammensetzen. Ich kann aus dem Cache lesen, ich kann aus der Index.db lesen, ich kann, keine Ahnung, ihr könnt es euch überlegen. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie der Service Worker jetzt auf dieses Ereignis reagieren kann. Ich nehme jetzt hier natürlich einen sehr offensichtlichen und einfachen Weg. Ich schaue in den Cache rein, ob was da ist. Und wenn was da ist, gebe ich die Antwort zurück. Wenn nichts drin ist, versuche ich die Anfrage über das Netzwerk zu beantworten. Das erscheint ja relativ sinnvoll hier. Okay, dann wollen wir das mal machen. Und dazu wechsle ich wieder in das Service Worker Skript. Activate überspringen wir übrigens für heute und schauen uns nur Fetch an. Und hier kann ich jetzt auf dem Event sagen, respond with. Also beantworte diesen Request, der da kommt, mit dem folgenden. Und zunächst einmal schauen wir jetzt in den Cache rein, ob denn Caches match, genau, ob wir denn eine Antwort da haben in irgendeinem unserer Caches. Und das ist auf Event Request. Wenn wir eine Antwort haben, da haben wir die Response dann drin, dann geben wir direkt die Response zurück. Wenn wir keine Antwort haben, möchten wir das gerne über das Netzwerk bedienen, diese Anfrage. Und das geht über die Methode Fetch und glücklicherweise nimmt die einfach den Request auch wieder entgegen, den wir hier in der Hand haben. Da sieht man, wie gut diese Schnittstellen aufeinander abgestimmt sind. Kurz ein Check, das haben wir alles so. Und dann wechseln wir hier in die Anwendung zurück. Muss wieder online gehen. Der neue Service Worker sollte da sein. Ich lade sie jetzt aber nochmal neu. Und wenn ich jetzt offline gehe und neu lade, sehen wir, dass Hallo noch da ist. Diesmal kommt also nicht der Offline-Dino. Sieht man auch schön hier im Network-Tab. Wir sehen, das HTML-Datei wurde vom Service Worker beantwortet und das hier ist der Inhalt, den ich vorhin geschrieben habe. Das Bild fehlt. Warum? Genau. Ich habe das Bild nicht in der Service Worker Installierphase angegeben und damit liegt es nicht im Cache und kann nicht angezeigt werden. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man das praktisch aus Sicht der Anwendung hinzufügen könnte. Und dazu gehe ich hier mal kurz wieder online. Hier unten bin ich in der Konsole der Anwendung. Sieht man hier schön, ich bin im Top-Kontext, das ist die Web-App selbst. Und in der Anwendung habe ich ebenfalls Zugriff auf den Service Worker Cache. Auf den Cache einfach, wie es der Service Worker auch hat. Und hier unten kann ich dann das Gleiche machen. Ich kann jetzt mir zum Beispiel erstmal das Bild abrufen. Sagen wir mal Image. Und auch das geht über die Fetch-API und das Bild heißt Frankfurt-JPEG. Jetzt habe ich hier in Image die Promise liegen. Ja, okay, sorry, das war jetzt blöd. Nennen wir es Image 2 und ich möchte das gerne awaiten, was da zurückkommt. Dann habe ich in Image 2 jetzt nämlich die Response liegen, ne, in dem das Bild jetzt drin liegt. Und jetzt kann ich hier ebenfalls einfach über const cache gleich await caches open. Wie haben wir ihn genannt? Buster. Kurz spicken. Buster Demo V1. Öffne ich den. Jetzt habe ich den bei Cache in der Hand und sage jetzt hier Cache put und zwar für die Anfrage nach Frankfurt JPEG. Nimm doch bitte die Antwort Image 2. Jetzt können wir hier reingucken und wir sehen, das Bild wurde da hinterlegt. Wir sehen auch da mit Vorschaubildchen. Und wenn ich jetzt die Anwendung wieder auf Offline setze und neu lade, sehen wir, dass das Bild jetzt auch wieder kommt. Die Anwendung kann also auch dynamisch zur Laufzeit weitere Inhalte in den Cache reinlegen. Genau, Debugging habe ich euch gerade gezeigt.
Ich habe es jetzt vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Der Service Worker hat also die Kontrolle darüber zu machen, was er möchte mit unserer Anfrage. Und das Schöne ist, dass es nicht nur für unsere eigenen Ressourcen gilt, sondern theoretisch auch für externe. Also wenn ich Google Fonts zum Beispiel ranziehe oder über irgendein CDN mir das Bootstrap CSS ziehe, dann kann mein Service Worker dort ebenfalls Einfluss drauf nehmen. Das geht auch. Ich bin nicht beschränkt auf meine eigenen Dateien. Genau. Und ich kann das mit solchen Anfragen auf verschiedene Arten umgehen. Und dazu gibt es unterschiedliche Strategien. Es gibt ganz, ganz einfache Strategien. Hier zum Beispiel die Nummer 1, die Strategie Cache Only. In diesem Fall schaut der Service Worker immer nur in seinen Cache rein. Wenn dort nichts liegt, dann wird die Anfrage auch nicht beantwortet. Die ist dann wie wenn ich offline wäre, bekomme ich einen Verbindungsfehler. Zweite Methode wäre Network Only. Da schicke ich eine Anfrage immer nur gegen das Netzwerk raus. Wenn ich offline bin, Verbindungsfehler. Dann, gerade eben haben wir gesehen, Cache Falling Back to Network. Der Service Worker guckt erst, ob er es im Cache hat, und wenn er es nicht hat, versucht er es gegen das Netzwerk zu prüfen. Hier ist der Nachteil bei dieser Strategie, wenn ich jetzt eine ältere Abfrage im Cache liegen habe, als es auf dem Server zum Beispiel verfügbar wäre, nehme ich trotzdem die aus meinem Cache. Was dann vielleicht für irgendwelche Zeitungsartikel, die sich vielleicht nur selten aktualisieren, okay sein mag, ist zum Beispiel für Realtime-Aktienkurse dann schon eher ein Problem. Da ist die Strategie dann nicht so gut geeignet. Es gibt aber auch weitere. Cache and Network Race schickt sowohl eine Cache-Anfrage als auch eine Netzwerk-Anfrage raus und die zuerst beantwortet wird, die gewinnt. Dann haben wir Network Falling Back to Cache, macht im Prinzip das genau Umgekehrte, geht erst gegen das Netzwerk und wenn da keine Antwort zurückkommt, dann schauen wir in den Cache. Nachteil hier, wenn ich erst in Timeout laufen muss von, keine Ahnung, 15, 30 Sekunden, sieht der Benutzer in der Zwischenzeit gar nichts. Zu Cache the Network möchte ich gleich kommen. 7 Generic Fallback ist eine relativ simple Lösung. Hier wird einfach eine generische Antwort zurückgegeben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Profilbilder habe, dann gebe ich hier einfach so einen grauen Mann oder weißes Silhouette vor grauem Hintergrund, gebe ich dann zurück. Und zu guter Letzt, die 8, die ist relativ ambitioniert. Da würde ich eine Templating Engine einfach in meinen Service Worker mit reinpacken. Und dann könnte der noch im Cache gespeicherte Antworten irgendwie verarbeiten. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt einen Benutzer, der eingeloggt ist. Und er könnte auch, wenn wir offline sind, den Benutzer-Account wechseln. Wenn wir vorher eine Antwort gezogen hätten, in der jetzt irgendein Platzhalter drin steht, könnte ich mithilfe von der Templating Engine einfach den Benutzernamen austauschen, abhängig davon, wer gerade angemeldet ist. Und all diese Szenarien werden ermöglicht durch den Service Worker. Jetzt habe ich euch noch die Version 6 versprochen. Cache the Network finde ich eine sehr interessante Strategie und die packt jetzt mal alles zusammen, was wir heute schon gehört haben. Denn bei dieser Strategie ist es so, die Anwendung selbst, also noch nicht der Service Worker, guckt erstmal, ob im Cache eine Antwort drin ist. Falls ja, kann die Anwendung die Antwort sofort darstellen. Super für eine News-Website zum Beispiel. Ja? Also ich gucke, ob ich irgendwelche alten Nachrichten habe und wenn sie von gestern sind, ist ja egal, aber der Nutzer hat schon mal was zum Anschauen. Das ist also der erste Schritt. Zusätzlich dazu schickt sie auch noch einen Netzwerk-Request raus. Der geht gegen den Service Worker, der sieht, okay, muss durch, gegen das Netzwerk, geht gegen das Netzwerk, gegen den Server, gegen den Remote-Speicher. Und dann geht die ganze Kette wieder zurück und der Service Worker aktualisiert die Version, die im Cache liegt. Sodass das nächste Mal, wenn die Anwendung im Cache nachguckt, sie jetzt die neueste Version kriegt. Oder die aktualisierte Version. Damit hat man also immer direkt einen Inhalt und sobald wir ein Update kriegen, kommunizieren wir es an die Anwendung zurück. Also sehr praktisch. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es zwei Arten gibt, auf diesen Cache zuzugreifen. Einmal aus dem Service Worker heraus, der sollte das machen für alles, was irgendwie zu eurer Website oder App-Version gehört. Also alle Anwendungsquelldateien, alle Assets, wie zum Beispiel das Frankfurt-Bild von gerade eben. Und auch aus der Anwendung heraus können wir auf den Cache zugreifen. Zum Beispiel, wenn es dynamischen Inhalt gibt, den ich erst zur Laufzeit kenne, weil ich erst eine Abfrage machen muss zum Beispiel. Bietet sich an für später lesen. Dass ich irgendeinen Artikel anzeige und sage, den will ich gerne offline speichern, dann lege ich es in den Cache rein. Für Profilbilder, die da rumliegen. Oder grundsätzlich einfach für alles, wo ich nicht direkt erst noch eine Netzwerkanfrage rausschicken will.
Okay, jetzt haben wir gerade eben schon ein Problem bemerkt, wenn ich diesen Service Worker selber schreibe. Denn ich habe einerseits diese Weiterleitungsproblematik, das ist blöd, und eventuell vergesse ich irgendeine Datei einzutragen, wie ich gerade eben mit Frankfurt JPEG. Und das Schlimme ist ja noch, wenn es nicht nur ich entwickle, sondern wir ein größeres Team sind und noch beliebig viele andere Dateien dazukommen. Da skaliert dieses Vorgehen, wie ich es gerade eben gezeigt habe, natürlich nicht. Es gibt aber andere Tools, die uns da helfen, und ein solches ist Workbox. Workbox ist eine Google Toolchain, die einen Service Worker, eine Service Worker Implementierung für euch generieren kann. Denn so ein Service Worker Skript komplett selber hinzuschreiben, das kann relativ komplex sein. Das ist wieder Infrastrukturarbeit, das muss ich als Anwendungsentwickler jetzt nicht unbedingt selber machen. Also kann ich auf diesen Service Worker Generator zugreifen. Und der macht unter anderem Folgendes, wie gesagt, es gibt da verschiedene Tools, aber unter anderem könnt ihr mit Workbox euer Entwicklungsverzeichnis einscannen lassen und dann erzeugt Workbox einen Service Worker, der alle Dateien cachen wird, die in eurem Entwicklungsverzeichnis drin liegen. Und damit eignet sich das perfekt, um zum Beispiel im Rahmen von einem Bildprozess ausgeführt zu werden. Ganz am Ende, wenn alle Output-Files bekannt sind, kann ich einmal Workbox drüber laufen lassen und es erzeugt eine passende Service Worker-Implementierung dazu. Ebenfalls kann ich, wenn ich jetzt ein eigenes Service Worker Skript habe, wie das, was ich gerade eben geschrieben habe, es auch durch Workbox erweitern lassen. Falls ich noch was Besonderes an diesem Service Worker Skript anpassen will. Die Möglichkeit besteht also auch. Es gibt dafür ein Kommandozeilentool, das sich Workbox CLI nennt, wird installiert, wie man alles aus der Node-Welt installiert. Es gibt dann drei Kommandos in diesem Kontext, die ich ausführen würde. Ist einerseits Workbox Wizard, damit wird so die Konfiguration erstellt für ein Workbox-Projekt und mit Workbox Generate SW würde ich ein Service Worker Skript generieren, mit Workbox Inject Manifest würde ich ein bestehendes Service Worker Skript erweitern. Euch will ich jetzt die Variante 2 praktisch zeigen, also wie man einen komplett frischen Service Worker generiert. So, dazu wechsle ich dann gerade einmal wieder hier zurück in unser Verzeichnis und ich werfe den Service Worker weg, den wir gerade eben gebaut haben, sodass da jetzt nur noch Frankfurt JPEG und die Index.html drin liegt. Jetzt sage ich hier Workbox Wizard und jetzt kommt so eine Abfrage, wo liegt der Root von der Anwendung, nehmen wir mal Punkt. Und hier kann ich jetzt auswählen, welche Dateitypen ich gerne precachen würde. Es erkennt, es gibt gerade JPEG, HTML und ich könnte jetzt sagen, ich will JPEG, aber kein HTML. In dem Fall ist natürlich alles sinnvoll. Und dann wird gefragt, wo das Service Worker File hingeschrieben werden soll. SWJS, super. Die soeben angegebene Konfiguration kann man speichern lassen. Da nehme ich einen Standardnamen. Und wenn ich jetzt auf Basis meiner Eingaben das Service Worker File generieren lassen will, sage ich hier Generate SW. Ich kann mir den Dateinamen sparen, weil es der Standardname war. Und dann erzeugt jetzt Workbox dieses Service Worker File für mich. Und das können wir hier in WebStorm ist schön sehen. Und wie ihr auch sehen könnt, hat jetzt hier Workbox für mich schon diese beiden Dateien dort reingelegt. Ihr seht auch, dass die leere Route fehlt, weil das etwas ist, was dann diese Service Worker Implementierung für mich ebenfalls schon erledigt. Das ist also die Convenience-Variante zur Service Worker Generierung. Workbox kann auch zur Laufzeit dynamisch cachen. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach eine gewisse Route angeben. Sagen wir zum Beispiel, es gibt eine Route Social Timeline. Und dann kann ich sagen, bitteschön, liebe Workbox Service Worker Implementierung, immer wenn jemand nach dieser Route fragt, dann verwende jetzt diese Caching-Strategie. Zum Beispiel passt für so eine Social Timeline Network First, weil ich dann zuerst die neuesten Inhalte kriege und wenn es nicht erfolgreich war, dann ein Cache-Inhalt. Und hier sieht man, wie einfach das jetzt plötzlich wird, wenn ich das Workbox überlassen kann und nicht selber schreiben muss. Wenn ihr jetzt Angular-Anwendungsentwickler seid, dann gibt es noch ein kleines Geschenk, denn auch Angular und Angular CLI hat eine Unterstützung für die Service-Worker-Generierung. Die funktioniert jetzt nicht über Workbox, sondern ist eine eigene. Und wenn ihr eine neue PWR erstellen wollt, ist es recht einfach, dann einfach ng-new machen für eine neue Angular-App. Und dann fügt ihr mithilfe des CLI-Commands ng-add die PWA-Unterstützung hinzu über add-angular/pwa. Wichtig ist, dass die Service-Worker-Generierung bei Angular immer nur dann aktiv ist, wenn ihr einen produktiven Build ausführt, also mit dash-dash-prod. Es ist nicht Teil des Entwicklerbilds, wenn ihr ng-serve ausführt.
Ist gewollt so, weil zur Entwicklungszeit könntet ihr es als Cache-Inhalte sehen und das wäre eventuell nicht das, was man erwartet. Caching ist halt eben doch kompliziert. Schauen wir uns das kurz an. Geht eine Ordnerebene raus, machen wir wieder alles weg und sage ng-new buster pwa. Routing brauchen wir erstmal keins und Standard Stylesheet. Dann kriegen wir jetzt ein ganz normales Angular-Projekt angelegt, das ja, erstmal seine Pakete installiert. Und im Nachgang werden wir dann über ng-add die pwa-Unterstützung hinzufügen. Was dabei passiert, ist, dass nicht nur diese Service-Worker-Generierung dazukommt, sondern es werden zum Beispiel auch Icons hinterlegt für das Web-App-Manifest. Darüber hat bestimmt Sebastian dann erzählt, also wenn es um die Darstellung eurer PWA geht, auf dem Home-Bildschirm beispielsweise. Also machen wir das, ng-add angular/pwa. Achso, ja, ich sollte zuerst rein navigieren hier, cd-buster-pwa, jetzt der Command. Und das sehen wir jetzt auch gleich, was dann alles dazukommt, denn es wird einerseits mal der ng Service Worker sein, da oben sehen wir es, ngsw ist ja immer so der Marker dafür und ihr habt die Icons bekommen, wenn später auf dem Homescreen installiert wird. Aber das ist kein Thema für heute. Ja, und im Prinzip, was soll man sagen, ist es das schon. Wenn ich jetzt ein ng-build --prod mache, dann wird automatisch im Zuge des Builds auch ein passender Service Worker dafür erstellt. Und ihr müsst euch um nichts kümmern. Diese Arbeit wird euch abgenommen, komplett vom Angular-Build-Prozess. Warten wir gerade kurz, bis es durch ist. Und dann schauen wir uns mal das Bildergebnis an. Dist, buster, pwa. Und hier sehen wir jetzt, dass jetzt hier so ein Manifest generiert wurde. Es gibt nämlich so einen Standard-Worker, der ng-service-worker, der ist für alle Projekte, für alle Angular-Projekte gleich. Und gesteuert wird dieser Service-Worker dann durch diese Konfigurationsdatei. Und wenn wir da mal kurz reinschauen, ngsw.json, dann erkennen wir wieder, dass jetzt eure Anwendungs-Assets und Quelldateien, hier sehen wir JS, HTML und so weiter, dass die jetzt Teil dieses generierten Manifests geworden sind. Also wie man sieht, null Aufwand, das macht die Angular CLI für euch. Wichtig natürlich, das hier ist es nur für eure Anwendungsquelldateien. Noch nicht gesprochen haben wir über die strukturierten Daten, also die Anwenderdaten. Und da wollen wir im nächsten Punkt drauf kommen. Denn die werden, wie eingangs erwähnt, jetzt in der Index.db hinterlegt. Steht für Index Database, ist ein Webstandard und das funktioniert wie folgt. Das Web, mal grundlegend noch gesprochen, hat verschiedene Technologien, wie ich beliebige Daten speichern kann, sodass sie auch offline verfügbar sind. Gibt es zum Beispiel die Web Storage API, Local Storage, Session Storage, die allerdings synchron sind. Dann gibt es Cookies, die unbequem zu verwenden sind und es gibt dann, das ist die Lösung, Index.db. Das ist im Prinzip eine Dokumentendatenbank, wenn man so möchte, also NoSQL. Es gibt keine SQL-Abfragen in diesem Fall. Richtig. Und die liegt im Browser und kann strukturierte Daten speichern. Es gibt Schlüssel, es gibt Indizes, es gibt Werten, es gibt Objektspeicher, was dann Tabellen sind. Also so, wie man es erwarten würde. Die Daten, die in der Index.db hinterlegt sind, werden dort permanent gespeichert. Die überleben also auch Browser-Restarts, sind nicht Session-gebunden oder so. Das Gute ist, dass sowohl der Service-Worker als auch die Website sich den Zugriff auf dieselbe Index.db-Instanz teilen. Das ist also vergleichbar zum Cache. Und das eignet sich dann zum Beispiel später für Synchronisierungsszenarien. Oder falls ihr einen API-Endpoint habt, der, wenn er offline ist, aus eurem Cache beantwortet werden soll. Also auch solche Szenarien werden möglich. Browser-Unterstützung für Index.db ist sehr gut. Die Technologie ist, wie gesagt, schon ein paar Tage älter, deswegen ab Chrome 11, also praktisch schon seit Ewigkeiten, Firefox 4, Safari 7.1 und Edge 10, wobei der Edge ein paar Implementierungsbugs hat. Das Problem verschwindet ja allerdings bald von selbst. So. Dann haben wir, das ist Index.db. Index.db ist ebenfalls wieder asynchron, allerdings, man sieht es an dem Alter, noch nicht Promise-basiert. Das ist funktioniert über Callbacks, hässlich zu verwenden und aus diesem Grund gibt es eine kleine Hilfe für euch als Entwickler und die nennt sich Dexy.js. Dexy.js ist ein Wrapper um Index.db herum
und die stellen euch jetzt wieder Promises zur Verfügung, mit denen ihr jetzt deutlich angenehmer arbeiten könnt als davor. Was macht das Ding? Es bezeichnet sich als minimalistischen Wrapper, also als relativ dünne Schnittstelle wieder. Operationen sind Promises und die Bibliothek erreicht eine nahezu native Performance auch für Masseninserts, weil sie ein spezielles Feature nutzen von IndexedDB, was sonst keiner kennt. Aber okay. Ist Open Source, kostenfrei zu verwenden. Und die Tabellen-API von Dexy sieht folgendermaßen aus. Wenn ich alle Items abfragen will, gibt's ToArray. Wenn ich ein Objekt hinzufügen will, add. Wenn ich ein spezifisches Objekt updaten möchte, gibt es zum Beispiel put. Hier kann ich auch Objekte filtern. Ist allerdings performance-problematisch, weil praktisch alle Objekte ausgepackt werden müssen. Schöner ist hier unten diese Where-Option zu verwenden, denn hier kann ich praktisch auf dem Index arbeiten. Dafür muss ich allerdings das Feld, das ich durchsuchen will, hier zum Beispiel Name, auch vorher indiziert haben. Das Ganze schaut so aus und das Tolle ist, dass es dass es TypeScript-Typings gibt für Dexy, so dass das Ganze sehr, sehr schön zu verwenden ist. Und das will ich euch im nächsten Schritt zeigen. Ich gehe kurz wieder in die Angular-Anwendung, die noch nie offen war. WebStorm, genau. Und was wir dort machen, ist mal einen neuen Service anzulegen. Also ng generate service und jetzt nennen wir den mal Database Service, wie passend. Okay, den haben wir jetzt hier in der App. Da ist der Database Service. Was wir natürlich noch brauchen, ist Dexy selbst. Das installieren wir noch kurz. npmi Dexy. Und sobald das da ist, können wir uns den Service angucken. Okay. Denn unser Service, der leitet jetzt einfach von Dexy ab. Extends Dexy. Müssen wir importieren. Kommt aus dem Dexy-Package. Konstruktor brauchen wir. Denn ich muss jetzt praktisch der Dexy-Superklasse sagen, wie unsere Datenbank heißen soll, die wir hier aufmachen wollen. Und die nennen wir jetzt einfach mal Buster-Datenbank. Okay. Im nächsten Schritt ist es so, dass IndexedDB von vornherein versioniert ist. Also es gibt von vornherein eine Versionierung für das Datenbankschema. Da lege ich auch jetzt praktisch schon los und sage, das ist die erste Version von meiner Datenbank, die es gibt, Version 1. Und es gibt in dieser ersten Datenbankversion folgende Objektspeicher. Und in dem Beispiel, was ich machen will, geht es um To-Do-Daten. Ne, relativ simpel, es gibt eine To-Do und die werden eine ID haben. Hier ist ein bisschen DSL. Wenn ich plus vorne dran setze, ist diese ID-Spalte praktisch, oder die ID-Property, der Primary Key und der wird auto-inkrementiert. Und mein To-Do soll später so aussehen, legt da mal ein Interface dafür an, es soll eine ID haben, eventuell, wenn ich ein neues anlege, möchte ich sie nicht vergeben, und es soll irgendeinen Namen haben. Und das wird ein String sein. Okay. Damit ich jetzt auf diese To-Dos zugreifen will, nennen wir es mal noch so, muss ich dann ein Feld noch definieren. Und dieses Feld ist eine Dexy-Table und zwar vom Typ To-Do, das ich gerade angelegt habe. Und als zweiten generischen Typparameter muss ich den Typ des Primärschlüssels angeben. Hier ist ja auto-inkrementierte Zahl, also ist es eine Number. Okay. Und das ist im Wesentlichen alles, was ich brauche, um jetzt den Datenbankzugriff auf IndexedDB herzustellen. Wie man sieht, relativ simpel. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Implementierung dazu, dass man das Ganze auch mal anschauen kann. Und dazu gehe ich jetzt gerade mal kurz in die App-Component, werfe alles weg und ich füge einen Input hinzu und einen Button. Und wenn ich auf den Button klicke, dann will ich einfach das, was ich in das Input eingegeben habe, in die Tabelle reinschreiben. Das heißt, hier den Input Value und dann machen wir uns eine Methode addToDo, die den Wert dann einfach weitergibt. ToDo hinzufügen.
Okay, die müssen wir implementieren. Dazu muss ich in der App-Component jetzt über die Dependency-Injection den Database-Service anfordern. Database-Service, da ist er. Und sagt dann, this Database-to-dos. Add haben wir vorhin gesehen. Und jetzt soll hier der Name rein. So. Der Primärschlüssel ist ja autogeneriert, deswegen kann ich mir hier die ID einfach sparen. Okay. Probieren wir das mal. Ich mache das jetzt über ng-serv. Also wie gesagt, Quelldateien sind noch nicht offline verfügbar, aber wir können die Daten schon mal in die Index.db legen. Okay, machen wir das auf. Dann machen wir hier noch die Index.db auf, ja, die wir gleich haben müssten. Machen wir Test. Genau, und jetzt sehen wir hier, gibt es die Basta-Datenbank. Und hier sind To-Dos drin und das erste To-Do mit dem Namen Test liegt drin. Wenn wir jetzt noch Foo draus machen, kriege ich hier noch den zweiten Eintrag Foo mit rein. Und diese Daten liegen jetzt dann, also sind dann auch offline verfügbar. Zeigen wir sie mal noch an. Dazu mache ich hier mal To-Dos, ein neues Feld und sage hier this To-Dos database To-Dos to Array. Das gibt ein Promise zurück, sodass ich hier außen dann die Async-Pipe verwenden muss. Machen wir also eine Liste dafür mit Listeneinträgen und das für jedes Let-To-Do of To-Dos nach der Async-Pipe und dann zeigen wir den Namen an. Okay. So. Und hier sehen wir, Test und Foo sind jetzt zu sehen und können angezeigt werden. Das funktioniert also. Und jetzt noch praktisch der Test, wenn ich das Ganze als Prot-Bild mache, ng-build-prot, schauen wir mal, ob das trotzdem noch funktioniert. So, müssen wir kurz laufen lassen. Und dann sind nicht nur die Angular-Quelldateien offline verfügbar, sondern eben auch eure Daten. Dist, basta, pwa. Testen wir das Ganze, Test und Foo. Ich habe hier noch nicht implementiert, dass es automatisch angezeigt wird, deswegen muss ich einmal reloaden. Und wenn wir jetzt hier das Häkchen auf Offline setzen und es neu laden, sehen wir, die Daten sind immer noch da. Das Ganze funktioniert. Okay. Hier nochmal das Bild, wie man Index.db debuggen kann. Jetzt könnte ich hier vorne natürlich irgendwie tricksen und so, ne? Also wollt ihr es selber ausprobieren. Es gibt hier eine kleine Demo-Implementierung, die ihr gerne auf eurem Handy, das ihr dabei habt, das muss aktuelles iOS und oder Android haben, könnt ihr das Ganze mal selber ausprobieren. Diese Demo ist jetzt ein bisschen ausgefeilter, sieht ein bisschen hübscher aus als das, was ihr gerade eben gesehen habt. Aber es lässt sich dem Home-Bildschirm hinzufügen, ihr könnt To-Dos eintragen und ihr könnt es synchronisieren. Ihr könnt dann einfach den Flugzeugmodus aktivieren und dann kriegt ihr immer noch die To-Dos, die ihr da vorher gesehen habt. Wenn ihr gerade im Basta-Netz seid, teilen wir uns alle denselben Datenspeicher. Es wird nach IP isoliert. Das heißt, fügt nicht zu viel hinzu. Genau. Und dann seht ihr praktisch auch die Einträge eurer Kollegen. Ich zeige es hier vorne dann auch mal. So sieht das Ganze aus. Es kann auch Push-Benachrichtigungen und alles. Also das ist vielleicht auch was für zu Hause ausprobieren. Es gibt schon ganz viele, ne? Hallo Besucher, toll, es funktioniert. Wenn ich übrigens eins anhake und ihr Push-Benachrichtigungen angemacht habt, kriegt ihr jetzt eine. Bin mal gespannt, ob einer eine bekommen hat. Genau, ich klicke nochmal auf Sync, haben wir was Neues. Nee, hallo Christian, hallo zurück. Ja. Und genau, dann könnt ihr bei euch einfach die Netzwerkverbindung kappen. Ich könnte es ja vorne eigentlich auch mal tun. Wi-Fi off, so Kabel sind kein Netzwerkkabel dran, wie ihr seht. Und wenn ich es neu lade, ist immer noch alles da. Offline. Okay, das ist jetzt mal soweit, dass Speichern von euren Anwendungsdaten und strukturierte Daten. Jetzt haben wir über Synchronisationsszenarien gesprochen. Und ihr kennt alle diesen Anwendungsfall. Ihr seid im Zug, ihr seid im Tunnel.
keine Netzwerkverbindung, aber ihr beantwortet gerade die WhatsApp-Nachricht von der Frau, Tochter, was auch immer. Ihr schickt die Nachricht ab, Netzwerkverbindung habt ihr keine. Ihr macht das Handy zu und was passiert? Was ist mit der Nachricht? Bleibt die jetzt unversandt? Nein, sondern? Die wird später verschickt. Und zwar ohne, dass WhatsApp offen ist. Korrekt? Genau. Das gleiche kriegen wir im Web ebenfalls hin. Denn dafür gibt es die Background Sync API. Und was diese API macht, ist folgendes. Die synchronisiert Daten, sobald der Client das nächste Mal online ist. Was als online und offline zählt, ist immer etwas tricky. Wenn ich ein Netzwerkkabel am Rechner habe, bin ich noch nicht zwangsläufig online. Und das Problem hat euer Browser auch. Das heißt, der Browser muss raten, ob er gerade online ist oder nicht. Wenn der Browser oder der Client der Ansicht ist, dass ihr online seid, dann wird dieses Synchronisierungsereignis ausgelöst. Wenn ihr gerade online seid, dann wird es direkt losgeschickt. Also es wird nicht gewartet. Und das Ganze, und das ist jetzt eben das Wichtige, funktioniert auch dann, wenn eure Anwendung gerade geschlossen ist. Derzeit wird nur die sogenannte One-Off-Synchronisation unterstützt. Es gibt also insbesondere noch keine periodische Synchronisierung, sondern nur einmalig. Ich sage hier, ich habe eine neue Nachricht, bitte synchronisiere sie weg. Periodisch geht noch nicht. Wäre sinnvoll für Spiele zum Beispiel, die kennt ihr alle diese Free-to-Play-Games, wo ich eine Truhe habe und die Truhe ist für 4 Stunden geschlossen. Dann wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn ich meinem Benutzer in 4 Stunden sagen könnte, hier gibt es jetzt eine Änderung, mach mal die App wieder auf. Solche Vorausplanungen oder periodischen Synchronisierungen, das gibt es derzeit noch nicht. Ich muss also das einfach imperativ machen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Es gibt hier oben, das ist jetzt wieder Service Worker Code, das funktionale Ereignis Sync. Und das kann ich mit einem speziellen Tag aufrufen. Das Tag wird dann aus der Anwendung vorgegeben und in diesem Fall ist es jetzt Upload Photos, falls ich jetzt Instagram bin beispielsweise, kann ich das Ereignis Sync aufrufen. Und hier drin kann es der Service Worker wieder machen, was immer er will. Wichtig ist nur wieder dieses Event Wait Until aufzurufen, damit der Browser weiß, wann die Aufgabe abgeschlossen ist. Wenn das Ganze nicht klappt, wird es der Browser wiederholt versuchen. Das obliegt dann dem Client wie oft. Wenn es das letzte Mal ist, kriegt ihr das ebenfalls auf dem Event mitgeteilt. Dann ist die Frage, was es dann bringt, aber ja, ihr wüsstet, dass es das letzte Mal wäre. Aus der Anwendung würdet ihr Folgendes machen. Auf der Service Worker Registrierung, haben wir ganz am Anfang in der Konsole gesehen, gibt es dann den Sync Manager, der liegt auf der Eigenschaft Sync. Und wenn ihr da Register aufruft, dann wird eben dieses Event ausgelöst, wenn ich offline bin, direkt, oder wenn ich wenn ich online bin, direkt, oder aber wenn ich offline bin, das nächste Mal, wenn ich wieder online komme. Diese Schnittstelle hat einen kleinen Haken, denn sie ist derzeit nur in Chrome verfügbar. Sie ist in Entwicklung für Firefox. Von Safari hört man nichts. Bei Safari kann man auch keine Push-Benachrichtigung beispielsweise schicken und das sind derzeit noch die größten Einschränkungen, die wir auch bei PWA haben. Hier zeichnet sich derzeit nichts ab. Das heißt, es gilt hier nur abwarten und Tee trinken und hoffen, dass es irgendwann kommt. Heißt auch, dass ihr für den Moment damit rechnen müsst, dass es Clients gibt, die dieses Ereignis nicht haben. Für diese Clients müsst ihr halt vorher prüfen, ob es den Sync-Manager gibt und wenn es ihn nicht gibt, dann müsst ihr halt eben direkt den Request losschicken, und zwar aus eurer eigenen Anwendung heraus. Ich will kurz zusammenfassen, über was wir gesprochen haben. Wenn ihr eine Anwendung implementiert, die den Benutzer Spaß machen soll, auch dann, wenn er mit dem Zug durch den Tunnel fährt, dann stellt sicher, dass ihr das Offline-First-Pattern umsetzt, guckt, dass kein Request irgendwie außen rum geht und macht es vorher, weil später kostet es euch Zeit und Geld. Benutzt die Cache-API für eure HTTP-Anfragen, für Anwendungsassets und so weiter und die Index.db für strukturierte Daten. Service Worker braucht ihr für das initiale Caching und für das Ausliefern von gecachten Inhalten. Und dann denkt im Kontext von Offline-First auch immer von vornherein über die Synchronisierung nach. Kann ich einfach 2 Datensätze nehmen und so zusammenklatschen? Ist es wie Twitter, wo einfach immer alles nur hinten dran kommt? Oder muss ich mehr machen? Und wie löse ich Konflikte auf? Wie sieht auch die UI dazu aus? Sehr wichtiges Thema. Und dann, wenn ihr auf einem unterstützten Gerät seid, könnt ihr auch die Background Sync API nutzen, um Daten auch dann zu synchronisieren, wenn ich gerade die App gar nicht offen habe. Und unterm Strich macht halt eure Benutzer glücklich damit.
Und ich hoffe, ich mache euch jetzt glücklich, denn wir sind für heute dann damit durch. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Falls ihr noch Fragen habt, kommt gerne vor. Ich bin noch hier und ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage auf der Konferenz. Viel Spaß!